Hi, ich bin Günther. Ich komme aus der Nabur. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir sind in der Virus-Edition. In der letzten Folge hat Ultranic Schossmer uns komplett auseinandergenommen. Wir hatten eine sehr verwirrende Zeitreiseszene, bevor letztendlich die Virus-Edition wie gewohnt weitergelaufen ist und Latias die Kontrolle übernommen hat. Mein Glück, es geht euch gut, wir haben uns Sorgen gemacht. Was machen wir mit Krosma? Was ist eigentlich mit Floyd los? Das sieht gar nicht gut aus. Ah ja, es ging darum, warum er so schnell von der Mondsteingrotte weg wollte. Es ging um einen seiner Freunde. Auch eine Scheißszene, die ich im Nachhinein rauskarten würde. Außerdem habe ich ihm erzählt, was ich für eine Rolle gespielt habe. Nee, habe ich nicht. Sagt die Wahrheit. Okay. Er hat's verstanden. Das ging schnell. Okay, hier ist die Lösung des Problems. Wir müssen losreisen, um drei Elementkristalle zu finden. Ich dachte, es gibt mehr Elemente im Pokémon. Oh Gott, Mann! Für den Joke muss ich gleich wieder ganz weit los. So, die Füllung kommt mal aus dem Döner raus. Element was? Die drei Dinger sind da, um den Auserwählten zu helfen. Sie sind an drei Orten versteckt. Sie sind Raum, Zeit und Traum. Wenn man sie alle vereint, kann man Super Günther werden. Das reine Element erschaffen, ohne eine Was? Was hat denn das mit Lokomotiven zu tun? Ah ja, außerdem soll es die wahren Kräfte des Auserwählten zum Vorschein bringen. Dort musst du Prüfungen schaffen, um sie zu bekommen. Auf dem Weg können wir dich aber begleiten. Ein Kristall ist bei der Mondsteingrotte, der zweite Kristall im Zeitturm, der dritte Kristall der des Raumes in der Raumspalte. Ach so, okay, das ging schnell. Das ging schnell. Warum seid ihr zurückgekehrt? Will die Prüfung bestreiten, um den Kristall zu bekommen? Sehr viele haben es versucht. Billiger. Das geht aber noch billiger. Ich kann nicht so rumschwabbeln wegen. Keiner hat's geschafft. Die meisten würden nie wieder hier sehen. Ich frag mich, wer diese anderen Leute waren. Ja, das weiß ich selber nicht. Das musste ich einfach nur so sagen. Okay, viel Glück, auch wenn du keins brauchen wirst, Günther. Was zum Fick? Wisst ihr, wie ich mir diese Traumwelt vorgestellt habe? Genauso wie die Gegend, die man am Anfang beim Persönlichkeitstest sieht. Einfach überall Regenbogen, kein Boden, nichts außer diesen ganzen leuchtenden Regenbogenfarben. Und jetzt in diesem Spiel gibt's ein komisches Haus mit Kartons, Konsolen. Alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte. Willkommen, Günther. Das könnte deine einfachste oder schwerste Prüfung werden. Männlich. Hä? Wie mal? Sorry, ich hab mich hinreißen lassen. Okay, das ist deine letzte Chance umzukehren. Können wir jetzt endlich anfangen? Oh, da glitzert was! Und langsam fiel er mal wieder um. Und Salatias. Du bist ein erbärmlicher Gegner. Mach dir ein Angebot. Schick dich nach Hause. Du kannst diese erbärmlichen Pokémon vergessen. Dir? Nee. Die Pokémon sind krass. Das sind meine Freunde. Bestanden. Für mich ergibt der Also, ich finde, das ist eine der Stellen im Spiel, in der Geschichte, die noch am meisten Sinn für mich ergeben. Also, für mich ergibt für mich ergibt das schon Sinn. Ja. Nee. Sag mal, freie Zeit. Du hast irgendwie die Story nicht verstanden, oder?
Ich will hier jetzt nichts hinterfragen. Aber der ganze Punkt war, dass nicht Günther, sondern Lord Ecke alleine hierhin gereist ist. Ich merke schon, hier in dem Bereich gab es sehr viel Verwirrung. Und ist Pike hier gerade eingezogen oder warum stehen überall Kartons? Die Alte hat mir alles erzählt. Du willst den Rahmenkristall. Haha, Risikoprüfung. Kommst eh nicht zurück. Ja. Das sieht noch schlimmer aus. Who's that Pokémon? It's Latias! Yay! Ich erkläre dir meine hochkomplizierte Backstory. Okay, Zeit zurückzurennen. Gotta go fast. Nein, nehmt ihn gefangen. Okay. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Weil du die Story nicht verstanden hast! Punkt! Ich bin nicht aggressiv! Ich meine, mir ist schon oft aufgefallen, dass die Virus-Edition für Leute, die sie nicht geschrieben hat, an Stellen sehr verwirrend sein kann. Ich tu mal langsam den Döner runter. Aber das war jetzt wirklich komplett falsch interpretiert. Ich dachte eigentlich, das wäre klar geworden. Vor allem wurde das komplett erklärt. Ja, du warst tagelang bewusstlos, wenn man uns Sorgen gemacht. Nachdem du nicht aufgewacht bist, haben wir dort Ecke hingeschickt, auch wenn er es nicht schafft, aber... wir haben uns nicht zur Raumspalte zu gehen, um zu gucken, was passiert ist. Ich darf nicht aufgeben. Du solltest eine Pause machen, Günther. Du kannst nicht weiter. Warte, da liegt ein Kristall. Das ist ein Elementkristall. Hilfe, ich muss ihn anfassen, zufällig. Aua, nee, warte. Lerecke wurde von Sora entführt. Ach, warte, das war mein dimensionaler Schrei, der nur 0,02% oft wirkt. Das wurde im Team Himmel erklärt. Storyverständnis ist... ist alles in Ordnung, Günther? Wir gehen nach Schatzstadt. Immer noch dieser Satz. Ich hab noch Nutzen für ihn. Wir gehen zur Mondsteingrotte. Okay. Oh, hey, ihr seid wieder da. Du willst mal die Prüfung machen, ne? Ja. Okay, die Gegend sieht zwar wieder ranzig aus, aber die Musik ballert. Du bist also zu deiner letzten Prüfung gekommen, Günther. Sehr gut. Das ist die schwerste Prüfung. Also fangen wir an. Du musst, Zeit vorwärts drehen. Warte, ich soll gegen das Ecke antreten? Wer hat diese Prüfung sich ausgedacht? Es kommt zur Vernunft und auf mich anzugreifen. Warte, das sind Schatten. Ich muss die Schatten wegtreiben. Alles klar, auf so ist geht's los. Günther, ich hasse es, das zu sagen, aber hier endet's für dich. Nächste Runde. YouTube-Partner Lord Ecke! Bei 15! Da habe ich nur einen Vorteil! Friss meine Hydro-Pumpe! Habibi! That was pretty difficult! Ich will das jetzt nicht mit Ultra Necrozma vergleichen, weil... leider sind meine Arme nicht weit genug, um den Abstand da darzustellen. Lerecke! Schatten auf Bäumen, ich hab Kristallsteine! Die Schatten sind weg. Du kannst jetzt auch Lerecke wieder mitnehmen. Geht hier alles schneller? Ja? Ich glaube, jemand hat keine Lust, den Text abzuschreiben. Kannst du den nicht copy-pasten? Hast du das nicht eh die meiste Zeit gemacht? Fragezeichen, Mann! Das Copy-Pasten geht doch in 2 Sekunden. Wir sind wieder hier. Yay. Okay, ich erkläre, was passiert ist. Ja. Ich habe die Prüfung des Raumes geschafft und ließ den Kristall fallen. Ja, jetzt ist es auf einmal doch Nordecke. Warum hieß es dann vorhin Günther? Der hat mich in die Welt der Prüfung gebracht und das Wesen hat meinen Körper geschnappt.
Kapitel 22. Ich glaube, das steht wirklich so im Originalskript, weil ich einfach diese Kapitelnummern falsch hatte. Warum schreibe ich sowas? Laut Ecke kann ich lesen und wieso soll ich nicht zählen? Im Original Virus Edition Skript stehen ein, zwei Beiträge. So von wegen relativ am Anfang, Kapitel 1, wartet. Ich hab den doch bestimmt. Das ist Virus Edition 2. Wo ist mein Ordner? Das ist meiner mit den Bildern. Das hier ist die handschriftliche Version. Das ist Retterteam Feuerblüten. Das ist die Walross Edition 3. Eins in Dumm. Was ganz anderes. Sieht gerade nicht so aus, als würde ich die. Oder was denn? Die hab ich nicht ins Stable, ne? Oh Scheiße, jetzt hab ich. Ich hab hier jetzt ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, aber ich hatte wirklich so ein paar Beiträge dann drin, wo zwischendrin sowas stand. Wie beim Anfang zum Beispiel, als Lord Eckhead zum ersten Mal auf den Hügel zu Flunk und dieser Samen geht. Habe ich einfach so nebenbei in Klammern geschrieben, ich schreibe hier echt Fantasy-Roman, warum hat Lord Eckhead Freunde? Grüße gehen raus und dann eben solche Titel. In der dritten Geschichte habe ich das gar nicht mehr gemacht, in der zweiten nur einmal. Als Floink erfährt, dass er der dunkle Rächer ist, hat Akai gesagt, du musst 1 und 1 zusammenzählen, habe ich mir dann hintergeschrieben, dann bekommst du gutes Internet. wisst ihr, wer der Prüfer war? Latias. Warum? Warum soll sie das machen? Du hast dich verhört, Ladecke. Sie ist nicht schuld, sie wird von Schatten kontrolliert. Ja gut. Gibt irgendwie keine bösen Pokémon, weil wäre kinderfreundlich, ne? Außerdem, jetzt mal im Ernst. Die dunkle Macht ist doch auch ein viel coolerer Antagonist, als es Latias wäre. Wir sollten das reine Element erschaffen. Dam, 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 dam. Ab damit in meinen Beutel. Wir haben keine Zeit mehr, das hat sehr lange gedauert, wir wissen nicht, wie wir in die Festung kommen, ne, Mikrosma? Die Musik passt nicht. Eine halbe Stunde später, ja, jetzt habe ich einen Plan. Bisher und Flag liegen alle Pokémon auf der Welt an. Und, wir werden uns gefangen nehmen lassen, um zu Latias zu kommen. Der Plan kann nicht schief gehen. Ich glaube, wir nähern uns sehr dem Ende. Also, was glaube ich? Wir nähern uns! Wir sind hier beim Finale der Virus Edition. Ja, wir sind da. Oh, der Sprite, der gefällt mir. Ihr seid schon scheiße, mit einem Kristall herzukommen, ne? Oder habt ihr eine Kaffeepause gemacht, weil ihr es nicht ausgehalten habt? Wie auch immer, ich hätte euch eh besiegt. Hey! Wie konnte ihr Kristalle so schnell sammeln? Ihr habt trotzdem keine Chance gegen mich. Ich bin eine Macht, ein Element. Ich bin krass. Final Battle. Hust, hust. Wenn ihr versteht, hust. Warum sieht Latias normal aus? Nicht mal Shadow Pokémon? Das wird kein Problem sein. Ach, aber du triffst mit dem Angriff. Ja. Okay, man muss aber sagen, das ist jetzt schon sehr Walross-Editionsgetreu. Oh, was ein Schwerkampf.
Aber ich denke auch, wenn ich das hier so sehe, ich werde ein Video machen, das ich eh schon geplant hatte, in dem ich wirklich die Walross-Edition-Lore mal einfach erkläre, was passiert, wann, wie. Um wirklich so Szenen, in denen es verwirrend ist, mal aufzuklären für alle. Hä? Das werde ich machen. Besitz entschieden, ich hab's schon lange überlegt. Irgendwas stimmt hier nicht, das ist zu einfach. Denkt ihr wirklich, dass es so einfach wird? Günther ist jetzt besessen. Er existiert eigentlich schon noch, aber das ist auch keine Dragon Ball-Referenz. Zeit für Dunkelangriff. Necrozma ist... Da gibt's doch gar keine Wand. Mit Ecke ist auch richtig auf die Schnauze. Warum kann ich nichts tun? Was soll ich machen? Du musst an dich selbst glauben. Günther, warum gibst du so leicht auf? Du hast viel geschafft, da wirst du auch den Scheiß jetzt noch schaffen. Wenn es jemand schafft, dann du, Günther. Ich bin auch da. Günther, du hast uns versprochen, dass uns nichts passiert. Eigentlich nicht, hat er nur sich selber versprochen. Diese Stimmen, jetzt weiß ich, was meine Aufgabe ist. Dunkle Macht, das ist mein Körper, gib den her! Was passiert hier? Lord Ecke, hörst du mich? Nimm das hier, du bist der Auserwählte. Ist eigentlich egal, was mit mir passiert. Das ist wirklich Pokémon Mystery Dungeon Virus erzählt, aber mal achtmal gelascht. Niemand kann mich bewegen, nein. Hast du Angst, dunkle Macht? Nein, ich bin krass. So, Finale. Jetzt endgültig. Dunkle Macht will kämpfen. Erstmal hier der Faktencheck. Der Faktencheck, der komplett unrealistisch ist. Denn die dunkle Macht hat immer noch Besitz von Günther ergriffen. Nein. Oh Gott. Okay, das macht irgendwie nicht viel. Boah, die Musik kommt mir auch bekannt vor. Tschüss. Die Musik geht ab. Die dunkle Macht hingegen... Sturm! Warum sagen das hin wieder bei Gegner? Wir haben gewonnen. Wir müssen raus, die Basis stürzt ein. Aber was ist mit Günther? Wir können nicht einfach... Keine Zeit. Das hast du wirklich komplett falsch verstanden. Auch hier nochmal kurz, ich werde wie gesagt jetzt ein Walross-Edition-Lore-Video machen, ist jetzt entschieden. Als Lord Ecke die dunkle Macht besiegt hat, hatte sie immer noch Besitz von Günther ergriffen. Er hat nicht mitgekämpft. Somit hat Lord Ecke gleichzeitig Günther und die dunkle Macht angegriffen. Dadurch ist Günther zu Schaden gekommen und am Ende gestorben. Das ist es nämlich. Nicht Günther kippt ohne Grund um. Ich bin wieder in meinem Körper, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich werde wohl sterben. Aber ich konnte wenigstens Lord Ecke helfen. Hey, Schweden. Eigentlich sind wir nicht in Silberdorf in dieser Szene, sondern vor der Basis. Also vor der zerstörten Basis von Necrozma. Günther, was passiert mit dir? Ich verlasse diese Welt und ich sterbe. Ja. Auch ein Punkt. Es gibt wirklich viele Punkte. Ich muss dieses Walross-Edition-Lore hier machen. Ich weiß ja auch schon durch andere, die verwirrt waren von der Handlung. Olaf, um das nochmal klarzustellen, nach Ende der Walross-Edition 1. Nein. Günther, Darkrai und die dunkle Macht sind nicht alle drei genau derselbe Charakter. Wie du inzwischen vielleicht weißt. Was soll ich tun, wenn du nie wieder zurückkommst? Ich will nicht alles nochmal durchmachen. Ich werde nicht mehr zurückkommen und keine Welt je wieder betreten. Und deswegen, wegen diesem Satz, ich werde keine Welt je wieder betreten, habe ich mir gedacht, kann man sich doch eigentlich denken, dass er stirbt. Du kannst auch ohne mich zurechtkommen. Du hast noch deine Freunde. Ist eben hier Fantasy. Wie gesagt, was mit mir passiert, ist ohnehin zweitrangig. Ohne mich hättest du das Problem nie gehabt. Und jetzt muss ich einen gerechten Preis bezahlen. Das darfst du nicht sagen. Ohne dich hätten wir es nie geschafft, Günther. Ohne dich hätte die dunkle Macht ihr Ziel erreicht.
Ist egal, was ich sage, man kann die Zeit eh nicht zurückdrehen. Ich habe hier so einen richtig beschissenen alten Wecker. Den habe ich, seit ich 6 bin oder so, aber er funktioniert noch. Deswegen habe ich ihn noch. Hier so einen behinderten Hund. Was sagst du jetzt, Nordecke? Seht ihr? Warte. Ich kann die Zeit zurückdrehen. Ich kann es! Okay. Wieder normal stellen. Warte, wir haben... außerdem hat das Günther nicht laut Ecke gesagt. So, damit wir das jetzt... Ich weiß nicht, was mit mir los ist! Wahrscheinlich war es am Ende eh mein Schicksal. Irgendwann wird alles wieder gut, laut Ecke. Ich weiß, wenn diese Welt wieder in Gefahr ist, könnt ihr sie beschützen. Ihr könnt das auch ohne mich schaffen, solange ihr die Hoffnung in euren Herzen bewahrt. Ich werde immer bei eurer Seite sein, selbst wenn ich verschwunden bin, solange du mich nicht vergießt. Bleib dich nicht vergessen, Günther, egal was passiert. Ich weiß genau, dass ich jede Sekunde verschwinden werde. Doch ich war froh, dass ich in diesen paar Sekunden... Nein. Nächster Fehler! Oh, ich bin heute klug, scheiße, sein Opa, und das macht mir Spaß. Das wurde auch erwähnt. Das waren keine paar Sekunden. Apropos liegt das vielleicht. Schade, ich habe kurz gehofft, liegt in der anderen Schublade. Das waren keine paar Sekunden, das waren ein paar Stunden, ne? Günther ist einfach einige Zeit im Himmel geschwebt, da in seiner Blase. Und das halt für ein paar Stunden. Langsam aufgestiegen, bisschen wie Portale. Die Pokémon sollen sich an das erinnern, was hier geschehen ist und wofür wir gekämpft haben. Und ich hoffe, diese Geschichte wird irgendwann zur Ecke gelangen. Denn solange du hoffst, wird die Hoffnung leben. So ist es eigentlich. Günther! Hä? Warte, war ich hier nicht vorhin? Das war knapp. Bist du das, Jungle? Also wir sind jetzt... Ich weiß nicht, ob die Walrus-Edition Bonus-Episode auch noch kommt. Ich denke nicht. Eine Minute länger und dir wäre das gleiche passiert wie Fragezeichen, Man. Was redest du und warum bist du ein Mensch? Eine Welt nach der anderen wird absorbiert. Nur wenn die Welten sich fusionieren, werden sie stabiler. Darum habe ich diese Welt mit einer Parallelwelt von meinem Spiel fusioniert. Nur existiert diese Welt, aber nicht mehr mein Game. Sondern in dieser Zeit, sondern nur noch in der Vergangenheit. Und ich habe keine Ahnung, wie du es geschafft hast, in die Welt meiner Spiele zu kommen. Aber gut zu wissen, dass du es rausgeschafft hast. Sonst wärst du noch toter als ein Geist. Ich verstehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich könnte jetzt toxic sein und sagen, Fragezeichen Man in der Walrus-Edition auch nicht. Also nimm das nicht ernst, ne? Nimm das nicht zu ernst. Ich mach einfach Fernsehen jetzt. Was ist denn los mit diesem Spiel? Tut mir leid, das hört sich unglaubwürdig für dich an, aber jemand hat mein Spiel als Albtraum benutzt, um Günther zu fangen. Auch wenn ich nicht mehr weiß, warum. Du hast zu viele Informationen hier, Ninja Girl. Es wird Zeit, dich auszuwäschen. Hi, Arceus. Ja, ich komme nicht vor, aber... Du hast aus Daten eine Welt erschaffen. Mann, meine Maske. Und sie da real gemacht, als du die Welten fusioniert hast. Runaway, finde jemand... Mit der Mark Rose oder Drake heißt er ein Flammleder in Divier. Du willst vor Gott fliehen? Ha. Finde ich lustig. Ein Schritt, ich will draufjagen. Was sind das für Attacken? Die kann ich nicht mal sehen. Selbst wenn ich noch ein Pokémon wäre, wäre ich nicht stark genug, damit Günther entkommt. Es bleibt eine Option. Aua. Hast du mich gerade geschlagen? Schön? Willst du meinen Schöpfer töten? Dann müsste er es an mir vorbei. Okay. Danke, Kaomiga. Pass auf dich auf. Warum ist dieses Pokémon so stark? Ich habe dieses Pokémon unterschätzt. Du bist jämmerlich. Es wird Zeit, die wahre Kraft vom Original-Pokémon zu spüren. Was passiert hier? Arceus sieht stärker aus als vorher. Mega Arceus confirmed. So, hier in meiner Villa wird Arceus uns nicht finden. Das
Bestimmt, diese Szene hat mich immer verwirrt. FBI, open up! Scheiße, versteck dich. Jagged, sie haben Pokémon entführt. Nein, es gibt keine Pokémon. Sagen Sie das dem Richter. Aber hinter Gittern kann ich nichts tun, um die Welt zu retten. Günther, renn schnell! Da ist das Pokémon! Hey. Günther und Jagger befreiten sich beide. Ein paar Leute versuchten irgendwie Spielzeug-Pokebälle auf Günther zu werfen. Und damit kommt er irgendwann bei Fragezeichen an. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, du bist wach. Du hast ganz schönes Durcheinander eingerichtet. Mensch, richtig? Ja, ich soll verschwinden, bevor er mich in Pokéball einsperrt. Entspann dich. In dieser Welt gibt's keine Pokébälle. Das sind alles Spielzeuge. Jetzt will ich das meinem Trainer glauben. Ich bin kein Trainer. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich bin, wenn ich drüber nachdenke. Aber falls du vorhast rauszurennen, du wirst nur gefangen und für Experimente missbraucht. Also bleib hier, verwandle dich dann auch in Menschen zurück. Woher weißt du das? Du wirst nicht glauben, aber es sind so viele Welten mit dieser hier verbunden. Dieses Phänomen nennt man Weltenkollision, denke ich mal. Weltenkonsulation? Alles klar, eine Welt ist im Schwanken. Normal wird das nichts ausmachen, da sie durch Raum und Zeit getrennt sind. Doch irgendein Ding hat sich außerhalb seiner Welt bzw. Dimension von anderen Dimensionen beeinflussen lassen, so dass ganze Welten zerstört worden wären. Seitdem tun wir alles, um es zu stoppen. Wäre es nie entstanden, wäre es auch gut. Was ist hier los? Wer bist du? Wer ich bin, kann ich dir nicht wirklich verraten, aber nenn mich Fragezeichen, Man. Ich bin einer von einer kleinen Gruppe. Die gucken, dass unsere Dimension nicht ins Ungleichgewicht gerät, oder sich verschiebt. Besonders eure Dimension studiere ich. Die Welt der Pokémon, denn hier seid ihr eigentlich nur ein Videospiel. Aber durch diese Videospiele sind lauter Dimensionen entstanden, die alle getrennt waren. Aber nun fallen sie zusammen und alle Eigenschaften jeder Person werden wieder zu einer Person. Warte. Also Knubbeluff wird schon Knubbeluff, aber der erinnert sich an nichts. Weil ansonsten würden sie vor lauter Déjà-vus tot umfallen. Ich verstehe nichts. Habe ich schon wieder übertrieben. Wir konnten das Ding nicht analysieren. Das einzige Wissen ist, dass es Pokémon-DNA ist, aber kein Pokémon wie Mewtwo. Er ist erst als du erschienen bist gekommen, Günther. Ich sehe eine Verbindung. Vielleicht ist es auch der Grund, warum du zu einem Pokémon wurdest. Was? In der Pokémon-Welt ist sowas eine Prophezeiung. Warte, eine Prophezeiung? Ich soll es aufhalten? Aber wie? Und was macht es? Ah ja, wir wissen es nicht. Deswegen ist einfach die Welt weg in einer Zeit, ohne dass wir genau wissen, was passiert ist. Das bedeutet, das Ding könnte uns alle sofort töten, auch hier? Nein, dann, weil hier kommt keine vermischte Pokémon-DNA her. Die Welt ist zu real. Hi Genji. Moin, ich sehe, wir haben Gast. Wer bist du? Ich bin Genji, ich bin der Einzige, der je aus eurer Pokémon-Welt nach Hause kam. Deswegen ist die reale Welt mit eurer verbunden. Bis heute weiß ich nicht warum. Aber dass du, Günther, hier bist, erklärt, dass es in der Pokémon-Welt die größten Probleme im Moment gibt. Und was sollen wir dagegen tun? Wir wissen's nicht. Die einzige Möglichkeit ist es, die Pokémon-Welt zu fixen. Aber wie sollen wir dorthin kommen? Hat jemand eine Idee? Ja, gib mir langsam Zeit, ich will die Folge beenden. Ich habe letztes Jahr den Weihnachtsmann gefragt, der hat's aber auch nicht. ihr wart schon in der Pokémon-Welt? Ja, ich als Flamely, als Shiggy. Es gibt nur 4 Leute, denen in der Pokémon-Welt was anderes passiert ist und einer davon bin ich. Wenn Fragezeichen dann durch einen tragischen Verlust herkam. Ich erinnere mich an was. Ich war in der Welt von Günther. Heißt, wir brauchen Günther, um zurückzukommen. Günther? Von dem habe ich schon was gehört. Wo war das? Bitte rette Günther. Jetzt weiß ich's. Ich bin's. Der andere. Ach so. Es war ein Silberdorf, nachdem es zerstört war, wie alles andere. Das kann nicht sein. Er wurde in diese Welt zurückgebracht. Ich war doch mit ihm. Oh, kann es sein, dass du das Ende meiner Geschichte falsch verstanden hast. Sein Geist hat sich in dieser Welt zusammengesetzt, während wir glaubten, es wäre der echte Günther. Ich rufe ihn mal an. Keine Nummer unter dieser Leitung. Scheiße!
wie kommen wir jetzt in die Pokémon-Welt? Wenn wir dort hin! Ich hab einen Freund dort, der mal noch meine Hilfe braucht. Und ich will ihn retten. Aha. Was machen wir jetzt? Wir können damit einfach so, hallo. Klopf, klopf. Wer da? Keine Ahnung. Wir müssen warten. Und das Ding wüten lassen? Wir können nichts tun in ein paar Tage oder so. Das darf doch nicht wahr sein. Lasst uns alle Toilettenpapier einkaufen. Was? Ja, würde ich, damit wir nächstes Mal hier weitermachen können. Schaltet dann wieder ein. Ich glaube, wir nähern uns langsam wirklich... Okay, wirklich sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Aber es dauert nicht mehr unendlich lange bis zum Ende, glaube ich. Wir werden es alles erleben. Aber wir haben heute die Walross-Edition beendet. Bis zum nächsten Mal und ciao.